Heftig, was hier Ex-NATO-General Harald Kujat hier alles an Realitätschecks heraushaut. Und zwar hat er jetzt gerade in einem RBB-Radio-Interview so viele Wahrheiten hintereinander über den Ukraine-Krieg rausgeknallt, dass die Moderatorin einfach schnell das Gespräch abgewürgt hat. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, und ich finde es ja immer wieder interessant. Ich meine, wir haben in den Parlamenten jeden Tag und jede Woche stundenlange Debatten über den Ukraine-Krieg und über die ganzen verschiedenen Einflussfaktoren, über die ganzen Gelder, über Taurus und so weiter. Und auch in den Talkshows haben wir ganz viele Politiker, häufig irgendwie von Parteien und aus einem Hintergrund heraus, wo man sich denkt, was will uns jetzt eigentlich jemand, der irgendwie 10 Jahre Soziologie studiert hat und dann abgebrochen hat, irgendwie über einen Krieg erzählen. Aber gut, was meine Prognosen und meine Einschätzungen angeht, ich höre lieber auf Leute, die halt wirklich Ahnung von der Materie haben, wie beispielsweise eben jener Ex-NATO-General Harald Kujat, der ja auch mal Generalinspekteur des Heeres war. Und er hat jetzt hier in einem RBB-Interview einige, ich nenne es jetzt mal Truth-Bombs gedroppt, ja. Also der hat einfach so ein paar Reality-Checks verteilt an all jene Leute, und das sollten sich unbedingt mal auch unsere Ampelpolitiker anhören, weil das ist natürlich für sie schwere Kost, vor allem wenn man jetzt überlegt, welche Politik sie weiterhin in Bezug auf dieses Krieges verfolgen und dass sie wahrscheinlich dann irgendjemand in Deutschland gar nicht mehr wählen wird. Ja? Hören wir uns erstmal kurz an, was er hier zum ganzen Thema der Finanzierung und der USA sagt. Vor allen Dingen nicht die Europäische Union, das Problem sind die Vereinigten Staaten. Denn da haben wir gerade noch gesehen, jetzt also in dieser Woche, in dem Rammstein-Format, haben die Amerikaner gerade noch mal 300 Millionen zusammengebracht, die Deutschen allein schon 500 Millionen. Und das Paket über 61 Milliarden, das ja nun schon seit Monaten im Kongress hängt, und es ist nicht absehbar, ob es überhaupt genehmigt wird, ob es gebilligt wird vom Kongress. Das heißt, die Ukrainer müssen berechtigte Sorge haben, dass die Unterstützung jedenfalls in dem Ausmaß wie bisher weiterläuft. Könnte die EU das denn ausgleichen? Nein, die EU kann das weder finanziell ausgleichen noch auf andere Weise. Wir sehen immer nur die finanziellen Dinge und Waffen und Munition. Aber die Amerikaner leisten ja viel mehr. Die ukrainische Offensive, die im letzten Jahr stattgefunden hat, ist ja im Wesentlichen von amerikanischen Militärs und von britischen Militärs, zwar in Zusammenarbeit mit Ukrainern, aber im Wesentlichen von denen ausgearbeitet worden. Und die Amerikaner versorgen die Ukrainer auch mit Informationen, die sie dringend brauchen, um den Krieg überhaupt führen zu können. Wir haben ja gerade vor kurzem erst gehört, dass es dort auch CIA-Bunker gibt entlang der ukrainisch-russischen Grenze. Also die Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte beruht nicht nur auf finanzielle Mittel, nicht nur auf Waffen, sondern ganz entscheidend auch darauf, dass sie überhaupt in der Lage sind, effektiv sich zu verteidigen. Also da hört ihr es, und das ist natürlich eine heftige Sache, weil überlegt mal, allein der finanzielle Spielraum 60 Milliarden US-Dollar, wenn jetzt zum Beispiel die USA ausfallen würde, also aktuell ist ja dieses Hilfspaket noch nicht bewilligt, ja, dann sagen ja auch die deutschen Politiker, ich habe es gerade gestern jetzt erst wieder gesehen in der Sendung bei Illner mit Klingbeil und so, sagen dann selber, ja, dann müssen wir mehr leisten, dann müssen wir auch wieder über die Finanzierung dessen und so weiter reden. Wir wissen alle, was das bedeutet. Dann bedeutet das nämlich Schuldenbremse auflösen und so weiter. Und auf der anderen Seite, was das militärische Know-how und die taktischen ganzen Komponenten angeht, kann das weder die EU noch Deutschland überhaupt leisten. Das heißt, dann wäre sozusagen das Ganze sowieso nicht mehr machbar. Aber wir müssen jetzt auch mal überlegen, also ich meine, die Ampel kann natürlich die parlamentarische Demokratie und diese 4 Jahre Narrenfreiheit, wie ich es mittlerweile nenne, natürlich weiterhin nutzen, um zu machen, was sie will.
Ja? Und die Ilna meinte ja auch in Bezug auf Lars Klingbeil, ja, machen Sie das eigentlich für die ukrainische Bevölkerung oder für die deutsche Bevölkerung, wo es auch keine so richtige Antwort drauf gab. Aber meines Wissens nach ist das immer noch eine deutsche Politik oder sollte es zumindest sein und die Interessen der deutschen Bevölkerung vertreten. Und wenn die deutsche Bevölkerung halt irgendwann sagt, hey, sorry, wenn die USA jetzt auch abspringen, wir können jetzt nicht unser allerletztes Hemd auch hergehen und irgendwann brauchen wir eben vielleicht noch eine eigene funktionstüchtige Armee, ja, dann können wir halt eben auch nicht einfach jetzt unsere Schuldenbremse auflösen und das wollen wir halt irgendwann nicht, wie man ja auch immer wieder in zahlreichen Umfragen und so weiter sieht. Die Ampel kann das natürlich weiterhin durchsetzen, dann wird sie aber natürlich noch weniger Rückhalt in der Bevölkerung haben und ich denke mal, das ist auch einer der Hauptpunkte, warum jetzt beispielsweise Olaf Scholz bei dieser Taurus-Debatte relativ klar ist. Aber es geht jetzt nicht nur um die Finanzierung und um die Kosten und so weiter. Jetzt geht es auch noch um die realistische sozusagen Einschätzung dessen, ob denn, selbst wenn beispielsweise die Ukraine mehr Geld erhalten würde und so, ob sie denn dann den Krieg gewinnen könnte gegen Russland. Und dazu sagt Herr Kujat auch einiges Interessantes, was die manchen Ampelpolitiker nicht unbedingt in den Kram passt. Na? Einmal eine Teilmobilisierung durchgeführt im September vergangenen Jahre, im September 22 bereits. Und sie haben ihre Streitkräfte sehr, sehr stark gemacht in der Zwischenzeit. Die russischen Streitkräfte sind wesentlich stärker als vor dem Beginn des Krieges. Sie sind auch stärker als in den 80er Jahren. Und das ist auch das Problem sozusagen auf der anderen Seite der Ukraine, dass sie eben nicht nur Waffen und Munition brauchen, sondern ihnen fehlen vor allen Dingen die Soldaten. Sie haben. Und das ist das Interessante, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel auch anschaut, ja, dass die Ampelpolitiker ja ständig sagen, so ja, wir müssen die Ukraine mehr unterstützen und so weiter. Und gerade das, was er jetzt aber gesagt hat, dann sieht man hier, dass ungefähr 200.000 wehrfähige ukrainische Männer ja in Deutschland sich befinden, die dann sogar zum Teil noch Bürgergeld und so weiter kassieren, während auf der anderen Seite die Ukraine sagt, hey, könnt ihr bitte sozusagen uns unsere Leute zurückgeben, die müssen hier eigentlich dienen, ja, dann stellt man sich so die Frage, was oder wie genau will eigentlich die Bundesregierung die Ukraine unterstützen? Also was genau machen die da? Jedenfalls ist das, was sie ja tun, jedenfalls auch nicht wirklich effektiv. Aber zurück zu Herrn Kujat. Wir haben erhebliche Verluste erlitten, insbesondere auch im letzten Jahr. Und seit Monaten dümpelt ein Mobilisierungsgesetz in der Rada, also im ukrainischen Parlament, und wird nicht verabschiedet. Sie haben große, große personelle Probleme. Die Front ist sehr stark ausgedünnt. Sie erstreckt sich über 1300 Kilometer. Das muss man sich einmal vorstellen, was das an personellem Aufwand bedeutet. Also die Situation ist nicht schwarz-weiß. Das kann man so, glaube ich, nicht sagen, wie der Bundeskanzler das formuliert hat. Aber sie ist für beide Seiten natürlich schwierig. Beide Seiten erleiden ja Verluste. Und Sie kennen ja beide Seiten ganz gut. Sie waren sowohl Vorsitzender des NATO-Ukraine. Und jetzt müsst ihr unbedingt noch die letzte Stelle, die kann man sich eigentlich fast komplett anhören, weil das ist wirklich heftig. Hier erzählt er jetzt noch mehr Realität, ja, die unbedingt auch Ampelpolitiker eingestehen müssen. Nur in einem einzigen Punkt widerspreche ich ihm, den erkläre ich euch gleich noch, ja, aber der ist unwesentlich. Aber hört mal, was er hier sagt und vor allem das Interessante ist, wie sie dann am Ende, bevor er nämlich das alles Entscheidende sagt, was es ist, erkläre ich gleich noch, bevor er das sagt, wirkt sie das Gespräch nämlich dann schnell ab. Ja, das ist eher ganz deutlich zu erkennen. Ich glaube, das haben inzwischen auch diejenigen erkannt, die immer von einem Sieg und einem Kriegsgewinn der Ukraine gesprochen haben. Die nach dem Scheitern der großen Offensive im vergangenen Jahr haben die Russen begonnen, im Oktober aus der Defensive heraus Angriffe vorzunehmen. Und sie bewegen sich jetzt auf der gesamten Front nach vorn. Zwar sehr vorsichtig, langsam, sie haben ja Zeit, auch um große Verluste zu vermeiden, aber sie gehen systematisch vor und sie haben in einigen militärischen Fähigkeitsbereichen, ich will das jetzt nicht mal etwas allgemein stellen, eine enorme Überlegenheit, die sie auch auf dem Schlachtfeld für sich nutzen. Also was ich sozusagen so interessant finde, ist, er
sagt hier einfach so logische und schlüssige Dinge. Das Einzige, wo ich ihm widerspreche, ist, wo er gesagt hat, dass das jetzt mittlerweile auch die Leute kapiert haben, die sonst die ganze Zeit immer in den Parlamenten und so weiter gesagt haben, ja, die Ukraine muss siegen, wir müssen so lange, as long as it takes, immer weitermachen, bis sie gewinnen. Wie man sieht, haben sie es immer noch nicht kapiert, ja. Und sie würden auch das letzte Hemd schlussendlich geben und würden ihre Meinung trotzdem noch nicht ändern. Also in dem Punkt widerspreche ich. Aber ansonsten, ja, stimmt es halt einfach. Das Erreichen der politischen Ziele halte ich für völlig ausgeschlossen. Und das wird in Amerika übrigens allgemein genauso gesehen, auch von den amerikanischen Militärs. Das ist nur in Deutschland da. Wenn Sie von Romantik sprechen, dann gibt es hier eine gewisse Kriegsromantik. So sieht's aus. Man glaubt eben, dass man mit moralischen Argumenten einen Krieg gewinnen kann. Nein, einen Krieg gewinnt man mit militärischen Fähigkeiten, mit Kampfkraft. Und da neigt sich in der Tat das Geschehen langsam, aber sicher zugunsten der Ukraine, zugunsten Russland, Entschuldigung. Der entscheidende Punkt bei der ganzen Diskussion, lassen Sie mich das vielleicht nochmal sagen, auch bei den ganzen Waffenlieferungen ist. Merkt ihr, da wird sie schon langsam jetzt nervös, also wir müssen uns unbedingt die letzten 2 Minuten auch noch anhören, weil es ist ultra interessant. Sind wir in der Lage, oder ist die Ukraine in der Lage, mit westlicher Unterstützung die strategische Lage zu ihren Gunsten zu wenden? Sie ist jetzt in der Defensive, sie ist in einer schwierigen, einer kritischen Situation. Gibt es irgendetwas, was das ermöglichen würde für die Ukraine? Ja, und gibt es das? Nein, die gibt es nicht. Das haben wir mit dem Panzer nicht vermocht, würden wir mit Taurus nicht vermögen. Aber die Hoffnung ist ja nun, dass man das erreichen kann, wenn man der Ukraine ausreichend Munition zur Verfügung stellt. Ja, da merkt ihr, ne, die Nervosität steigt langsam bei der Moderatorin, so nach dem Motto, ja, das kann doch jetzt nicht sein, dass er jetzt hier so gegen den sozusagen Scholz und Co. und all die, die im Parlament ständig sprechen, solche Wahrheiten ausspricht hier bei uns im RBB. Da wird sie jetzt langsam wirklich nervös. Passt mal auf, wie es weitergeht. Unsinn. Das ist völliger Unsinn, denn das bedeutet ja nur, dass sie wieder ein paar Tage, ein paar Wochen mit ihrer Artillerie einsetzen können. Aber sie können keine bewegliche Gefechtsführung, das heißt eine offensive Gefechtsführung, die es ihnen ermöglicht, die Russen aus dem Land zurückzudrängen. Dazu sind die ukrainischen Streitkräfte schon lange nicht mehr in der Lage. Das ist der entscheidende Punkt. Wir reden im Augenblick über eine strategische Defensive. Das haben die Amerikaner den Ukrainern empfohlen. Geht in die strategische Defensive, baut Verteidigungslinien auf. Damit reduziert ihr eure hohen Verluste und ihr seid in der Lage, das, was ihr noch unter Kontrolle habt, das Land zu halten. Und da müssen wir jetzt mal einen Punkt setzen, Herr Kujat. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, und da merkt ihr, ne, dann ja, so viel bitte dann doch nicht erzählen, was gegen die Regierungslinie ist. Wir haben ja dann leider keine Zeit mehr, weil 9 Minuten ist ja ein zu hoher Anteil in unserem Programm. Aber egal. Was er natürlich im Endeffekt auch noch gesagt hätte oder was die unbequeme Wahrheit ist, die viele ja nicht wahrhaben wollen, wenn man nämlich tatsächlich wollen würde, dass die Ukraine eben gewinnt, dann müsste man schlussendlich nicht noch mehr Waffen und mehr Munition liefern, sondern dann ginge das nur mit einer Truppenbeteiligung, also NATO-Soldaten, die halt aus allen NATO-Ländern eben zusammen mit der Ukraine kämpfen. Das ist die einzige realistische Möglichkeit, wie man diesen Krieg gewinnen könnte. Was das aber bedeutet in der Konsequenz, das brauche ich hier gar nicht auszuführen, das weiß jeder von uns und ich glaube, keiner, der auch noch den geringsten Restverstand hat, würde dafür einsetzen, sich in dieses Risiko zu begeben. Aber man merkt ja schon, ne, dass sobald jemand wie Harald Kujat einfach mal so ein paar Sachen ganz konkret und klar ausspricht, auf einmal all diese ganze, wie er es sagt, Kriegsromantik hier nicht mehr so wirklich plausibel klingt. Das Lustige ist ja auch immer, diese Debatten, die führe ich natürlich nicht nur hier auf YouTube und so, also dieses Thema, ich bringe es ja nicht so oft und beschäftige mich mehr mit Innenpolitik, aber ich habe natürlich auch im Privaten häufig so die Gespräche, viele Leute wissen ja, ich war selber beim Militär und so weiter, dann fragen sie, was ist eigentlich deine Meinung und so, ja, und dann sage ich
so ziemlich mehr oder weniger das, was auch Herr Kujat gerade gesagt hat. Und dann wird man ja immer so wieder mit den unterschiedlichen Positionen konfrontiert. Das kannst du doch gar nicht sagen. Und ja, nee, das ist doch gar nicht, was du hier sagst, ist doch quasi so ganz schlimm und so, ne? Oder was ist denn deine Lösung? Du hast ja auch keine bessere Lösung. So als ob das jetzt meine Aufgabe wäre, eine Lösung zu finden oder eine Lösung zu präsentieren. Aber ich könnte euch sagen, was ich tun würde, anstelle einer Außenministerin oder so. Ich würde halt nicht den Machthaber von China als Diktator bezeichnen und bei jeder einzelnen Reise dort vor den Kopf stoßen, sondern ich würde beispielsweise versuchen, meine diplomatischen Beziehungen zu China massiv auszubauen, um halt eben auch über China zu versuchen, eben beispielsweise wiederum auf Russland diplomatische Beziehungen halt eben aufrechtzuerhalten und dort zu versuchen, den Druck zu erhöhen, dass man vielleicht dort irgendetwas erreicht. Aber dann bringt es halt nichts, wenn man dahin geht, irgendwelche moralischen Belehrungen über die Demokratie hält und so weiter und dann irgendwie den Machthaber dort auch noch Diktator nennt. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn man zum Beispiel China hier als Einflusspartner zum Beispiel verliert. Also nur so als kleiner Ansatz ganz nebenbei.